Diese Folge wurde beim Sommerfest von Wir packen's an in Biesenthal aufgezeichnet. Dementsprechend gibt's zum Teil Hintergrundgeräusche. Mein Name ist Fabian Loy. Viel Spaß. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa. Über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu. Hier bei mir ist Joachim. Hallo. Joachim, stell dich mal kurz vor, was machst du so bei Wir packen's an? Hallo Fabian, was mache ich? Ich bin Mitgründungsmitglied von dem Verein, den wir am 28. Februar 2020 gegründet haben. Und im Wesentlichen kümmere ich mich in den letzten Jahren um die Koordinierung von Sammelstellen, um die Abholung von Sachspenden. Das eine oder andere Mal habe ich auch schon bei Veranstaltungen Wir packen's an vorgestellt und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen gebeten, eventuell mitzuhelfen bei Wir packen's an. Zwischendurch habe ich auch mal versucht, mich ein bisschen mitzukümmern um das Fundraising. Aber das Thema ist im Moment ein bisschen bei mir eingeschlafen. Könnte ich eventuell mal versuchen zu aktivieren. Okay, und Sammelstelle, erzähl mal ganz kurz, was ist eine Sammelstelle? Eine Sammelstelle ist eine Organisation oder eine Freiwilligenbereitschaft, die für Wir packen's an Sachspenden einsammeln kann, die sich dazu bereit erklären, über einen gewissen Zeitraum Spenden anzunehmen für Wir packen's an, gegebenenfalls auch zu sortieren, vorzusortieren. In der Regel sind es Kleiderspenden, aber es gibt auch ganz viel Spenden in Sachen Hygieneartikel, Drogerieartikel, Trockennahrung, haltbare. Ja, das sind so die wesentlichen Dinge. Und da gibt es ganz viel Bereitschaft, die diese Arbeit von Wir packen's an für unterstützenswert halten und sich bereit erklären, sporadisch oder auch häufig wiederkehrend Sammlungen für Wir packen's an zu machen. Und du unterstützt die quasi damit, indem du denen dann Flyer gibst oder auch sagst, was eigentlich gesammelt wird und holst die Sachen dann ab, wenn sozusagen da genug zusammengekommen ist. Gut, da haben wir inzwischen sozusagen bei dem, was gesammelt werden soll, doch ganz gute Strukturen und Informationen aufgebaut, die wir auf unserer Website haben. Insofern die Sammelstellen, die es schon wiederholt gemacht haben, die haben dann auch sozusagen das Wissen, was bei WPA gesammelt wird, beziehungsweise schauen sich das auf der Website an, beziehungsweise wir haben ja auch Downloads, die man machen kann, um sich das runterzuladen, was wir sammeln. Gegebenenfalls ja auch Werbeplakate dafür erstellen können. Ja, und dann halte ich den Kontakt zu der Sammelstelle und wenn die genug zusammen zu haben oder bei denen ist sozusagen das Ende erreicht von der Sammlung, nicht alle Sammelstellen haben ja so viele Kapazitäten, dass sie hinreichend Lagermöglichkeiten haben, dann ist der Kontakt da und gegebenenfalls ich oder andere Vereinsmitglieder machen dann die Abholung. Hört sich erstmal relativ einfach an, so eine Sammelstelle zu betreiben. Ist es denkbar, dass wir noch mehr Sammelstellen finden, aufbauen können? Und was wären so die wichtigsten Dinge, die eine Sammelstelle liefern müsste sozusagen? Es ist sicherlich notwendig, auch weiterhin an dem Thema Sammelstellen dran zu bleiben, gegebenenfalls auch neue und zusätzliche zu akquirieren. Besonders im Stadtgebiet Berlin sind ja die Sammelstellen sehr, sehr überschaubar bzw. weggebrochen. Den Sammelstellen fehlt es häufig an Lagerkapazitäten, nicht so sehr an den personellen Kapazitäten. Darüber hinaus muss man natürlich auch gucken, wie sind die Sammelstellen selbst strukturiert vom Personal her. Und da fällt mir natürlich schon auch auf, dass es Sammelstellen gibt, die, wenn man sagen,
mit ambitionierten, älteren Kräften arbeiten. Und da muss man natürlich gucken, wie kann es eigentlich weitergehen, wenn eventuell diese Kräfte so nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung stehen, dass es auch bei solchen Sammelstellen gegebenenfalls weitergehen kann. Ja, oder eben neue gefunden werden, dass man diese Abwanderung oder das sozusagen ausgleicht, wenn irgendwo Sammelstellen geschlossen werden. Ich denke, das Wesentliche ist natürlich oftmals, dass eine Sammelstelle keine Räumlichkeiten hinreichend zur Verfügung hat, dauerhaft. Also mir fällt da zum Beispiel auf, der Verein Moabit Hilft, die ja auch in den Anfängen uns unterstützt haben, die haben nicht hinreichend Räumlichkeiten für andere NGOs zu lagern, weil sie diese Räumlichkeiten brauchen für Sprachkurse und so weiter. Oder es gibt ein Gemeindehaus, auch da steht dann nicht ewig sozusagen ein Gemeindesaal zur Verfügung, um gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum zu sammeln. Das sind natürlich dann schon auch Sammelstellen, wo relativ schnell dann auch abgeholt werden muss. Wie schnell sind wir denn in der Lage, Sachen abzuholen? Also wie oft könnte man so eine Sammelstelle theoretisch beräumen? Da fragst du mich jetzt im Moment ein bisschen bin ich da überfragt an der Stelle im Moment. Also wenn ich jetzt von mir selbst ausgehen würde, wie ich das machen kann, dann ist es in der Regel so, wenn ich in Berlin bin, dann kann ich von einer Woche auf die andere gegebenenfalls wöchentlich auch abholen. Ja. Wenn ich dann andere akquirieren müsste, dann geht es natürlich auch nach deren zeitlichen Möglichkeiten. Aber ich denke schon, dass es in der Regel möglich sein wird, dass wir wöchentlich auch abholen können. Okay, das heißt, Sammelstellen sind eine wichtige Sache und wir freuen uns auch, wenn es weitere Leute gibt, die Sammelstellen einrichten. Und Joachim ist einer, der dann auch abholen würde. Genau. Nochmal ganz kurz zum Thema Fundraising. Was hast du da konkret gemacht und wo siehst du da Möglichkeiten, vielleicht auch für Leute mitzumachen? Wenn ich jetzt über Slack das richtig beobachtet habe, gibt es ja da neue Aktivitäten und gegebenenfalls auch die Frage, ob Strukturen aufgebaut werden, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Verein einspringen können, um Teilarbeiten beim Fundraising zu übernehmen, sei es um Briefe zu schreiben, Leute anzusprechen. Wobei es natürlich auch die Frage ist, ob es der WPA mal gelingt, sozusagen auch Großspender zu gewinnen, die gewisse Bereitschaft haben, sich finanziell bei WPA zu engagieren, weil natürlich Finanzmittel auch wichtig sind, zum Beispiel für unsere Transporte, die wir ins Ausland machen wollen. Wenn wir Sachspenden transportieren nach Griechenland oder in andere Bereiche, nach Calais, gegebenenfalls mit Speditionen, benötigen wir natürlich Geld oder gegebenenfalls auch Geld, um Sachspenden vor Ort zu kaufen, weil es eventuell gar keinen Sinn macht, die über längere Strecken zu transportieren und wir auch die Wirtschaft gegebenenfalls vor Ort bei solchen Lagern für Geflüchtete zu unterstützen. Was sich vielleicht noch dazu erwähnen lässt, ist, wie kommt man an Großspender? Da gilt es natürlich unter Umständen auch neue Wege zu finden, wie man Kontakte knüpft, eventuell durch bestimmte Treffen, die man arrangieren kann, wo man gegebenenfalls auch Personen aus der Wirtschaft gewinnen kann, die zu solchen Treffen kommen, sich etwas anhören über die Arbeit von WPA. Vielleicht war die Feierlichkeit bei der GLS Bank eine solche Möglichkeit, wo WPA gegebenenfalls Spender motivieren konnte. Vielen Dank, Joachim. Bei uns ist jetzt Sabine und vielleicht möchtest du dich mal vorstellen oder sagen, was du so bei Wir packen's an machst.
Ja, hallo Fabian. Ich bin Gründungsmitglied mit den anderen zusammen. Also wir saßen vor über 4 Jahren, ist es glaube ich schon, zu siebt in einem kleinen Raum und haben beschlossen, dass wir packen's an, gründen. Das war sehr aufregend. Und im Moment bin ich schon seit 2 Jahren für die Betreuung neuer Mitglieder zuständig. Wenn sich jemand anmeldet und einen Mitgliedsantrag zuschickt, biete ich einen Willkommenscall an und dann treffen wir uns über Zoom und ich erzähle was über den Verein und beantworte Fragen und versuche die Leute, wenn sie Lust haben, aktiv zu werden, irgendwie in ein richtiges Team zu vermitteln. Genau, wir haben ja mehrere Teams, zum Beispiel Länderteams, die sich also mit bestimmten Regionen und Ländern befassen. Polen, Belarus, Griechenland, Frankreich, Calais und so weiter. Aber man kann auch aktiv werden, zum Beispiel indem man hier zum Packen kommt in unserer Halle oder indem man Sammelstellen gründet oder bei Sammelstellen hilft, Spenden einzusammeln. Und gibt es da eine besondere Zuständigkeit, die du hast, oder machst du alles so ein bisschen? Ich mache, wie gesagt, die Mitgliederbetreuung. Ich wollte noch sagen, es gibt auch noch die Möglichkeit für Menschen, die jetzt nicht in Berlin oder Brandenburg leben, auch online mitzuarbeiten, weil es gibt zum Beispiel das Team-Info-Postfach, was das E-Mail-Postfach betreut und dann Fragen beantwortet, wenn es zum Beispiel so Packaktionen gibt und so. Und das kann man ja von überall her machen. Also das gibt es auch immer die Möglichkeit. Und jetzt seit 3-4 Monaten bin ich im erweiterten Vorstand. Und das ist ganz neu für mich und auch ein bisschen aufregend, weil wir uns da erst reinarbeiten müssen. Genau, aber es macht sehr viel Spaß, nochmal eine andere Seite vom Verein kennenzulernen. Nochmal zu den Mitgliedern. Wie ist denn da, du hast ja jetzt, machst das ja schon länger mit der Mitglieder-Willkommens-Anrufen. Wie ist da so die Entwicklung? Gibt es mehr Mitglieder, neue, oder ist das stagnierend? Oder wie ist da so die Tendenz? Oder kann man das gar nicht sagen? Die Tendenz ist gerade im Moment sehr zurückgegangen. Also ich glaube, dass die Leute momentan vielleicht sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind und da weniger Zeit haben, aktiv zu werden. Und dass natürlich auch die öffentliche Meinung, wenn so viel darüber geredet wird, dass Menschen auf der Flucht eine Bedrohung sein können, dann schlägt sich das auch in der allgemeinen Stimmung nieder und dass die Zugewandtheit zu unserem Verein und Unterstützung nimmt dadurch ab. Weil wenn Leute oft genug lesen, das ist ein Problem, dann glauben sie irgendwann selber, dass es ein Problem ist und denken, dass sie sich weniger engagieren wollen. Ja, zum Glück gibt es trotzdem noch viele Mitglieder, die aktiv sind und auch Menschen, die nicht im Verein Mitglied sind und aktiv sind bei uns, Anpackerinnen und so weiter. Und was sind denn so Sachen, die man machen könnte, wenn man damit machen wollte? Also aktuell brauchen wir immer Leute, die bei Social Media mitmachen. Wir interessieren uns für Menschen, die politisch aktiv werden wollen, also Demos organisieren oder auf Demos mitlaufen oder die Lust haben, Reden auf Demos zu halten, die vielleicht Petitionen starten oder Abgeordnete anschreiben. Das ist so ein großer Bereich, wo wir immer Unterstützung suchen. Dann gibt es in den Länderteams, glaube ich, auch immer Bedarf für Menschen, die unterstützen wollen. Das ist für Leute interessant, die vielleicht auch mal in die Länder und in reisen wollen und unsere Bündnispartner kennenlernen wollen. Also das ist sehr, sehr nah am Geschehen dann die Aktion. Und eigentlich findet man, wenn man Lust hat, findet es sich für jede Person eine gute Aufgabe. Das heißt, sich anmelden zum Willkommenscall und dann seinen Platz finden. Absolut. Und ich biete auch immer an, dass Leute sich auch persönlich bei mir melden können, dass wir dann einfach mal ein Telefonat führen können und dann können wir herausfinden, welche Interessen da vielleicht bestehen und wo jemand Lust hätte mitzumachen. Super, vielen Dank. Die Infos zu unseren Kontakten wie immer in den Shownotes. Danke, Fabian. Bei mir ist Kai und ich möchte dich fragen, du kennst ja viele
NGOs, hast selber welche gegründet. Was ist denn das Besondere an Wir packen es an? Was machen wir anders? Was ist für andere Partner für wichtig, was wir bieten? Ich glaube, der große Unterschied ist, dass Wir packen es an hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragen wird, die ganze Arbeit. Und dass wir darüber hinaus jetzt nicht nur packen und sammeln und Sachen an die europäischen Außengrenzen schicken, sondern dass wir auch politisch aktiv sind. Und dadurch sind wir eine große zusammengewachsene Familie von Mitgliedern und Ehrenamtlichen und ja, es bringt Spaß. Was haben andere Partnerorganisationen mit uns zu tun? Also inwiefern arbeiten wir mit anderen Partnerorganisationen zusammen an den Außengrenzen? Also wir machen ja hier das Packen und das Sammeln, aber das Wichtigste ist natürlich vor Ort zuverlässige Partner zu haben, weil die Verteilung vor Ort ist ungleich schwieriger als das, was wir hier machen. Von daher sind wir darauf angewiesen, dass wir zuverlässige Partner haben, die genau Bescheid wissen. Und da ist eben auch ein großen Teil unserer Arbeit, Bedarfe abzusprechen, eng dran zu sein, sodass wir wirklich genau das liefern, was die Leute vor Ort benötigen. Und dadurch muss man sich natürlich, ich will mal sagen, fast täglich informieren. Die Flutrouten ändern sich, es ändern sich die Bedarfe. Hat man in Bosnien-Serbien einen hohen Männeranteil? Hat man auf den griechischen Inseln aktuell mehr Familien? Calais, Dünkirch, das Gleiche. Und dieses ganze Zusammenspiel, das muss passen. Und unsere Partner vor Ort lieben das natürlich, Sendungen von uns zu kriegen, weil wir das eben ganz genau vorsortieren. Nur damit können wir sicherstellen, dass es auch wirklich bedarfsgerecht verteilt wird. Also die Schwierigkeit bei der Verteilung ist sozusagen, dass die Leute das bekommen, was sie auch brauchen? Ja, das ist genau das. Also und deswegen sind wir eben an unseren Projektpartner nahe dran. Weil, ich sage jetzt mal als Beispiel, Kiosk, offene Arme, die machen verschiedene Verteilungen. Die machen, einen Tag verteilen sie für Kinder, einen Tag für Frauen, einen Tag für Männer. Und dann müssen sie eben sicher sein, dass auch wirklich in den Kartons, die wir liefern, auch das drin ist, was draufsteht. Und dieses Zusammenspiel ist eben sehr wichtig. Und wenn man jetzt mitmachen möchte bei Wir packen es an, was sind so Dinge, wo sich Leute beteiligen könnten? Was wäre in deinen Augen sinnvoll? Oh, es gibt ganz viele Sachen, wo man sich sinnvoll beteiligen kann. Das ist natürlich einmal, dass wir die gesammelten Spenden eben ordnungsgemäß verpacken. Das ist das eine. Dann darüber hinaus auf uns aufmerksam zu machen und dann auch aktiv mitzuarbeiten, wenn man das möchte. Wir haben jetzt neu Ländergruppen gebildet, was ich eben vorher ansprach. Wir müssen näher dran sein an dem Geschehen und jetzt nicht alles von Berlin aus am Laptop machen, sondern wirklich vor Ort sein. Und da suchen wir auch immer Leute, die sich da gerne engagieren wollen. Ja, zum Beispiel, wenn jemand eine Sprache spricht, die in einem Land gesprochen wird, wo wir aktiv sind, also Griechenland, Frankreich, Polen, Belarus, was habe ich vergessen? Ukraine? Bosnien, Serbien, genau. Ja, genau. Okay, super, vielen Dank. Dafür nicht. Wir haben unsere nächste Gästin hier und vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin Carola und ich habe im Februar diesen Jahres die Geschäftsstellenleitung bei Wir packen es an übernommen. Wunderbar. Und was sind da deine wichtigsten Aufgaben aktuell? Ja, ich mache viel Koordination. Wir haben ja ein kleines Team von Angestellten in der Geschäftsstelle. Das leite ich. Da gucken wir, dass alle Prozesse gut laufen. Beschäftige mich auch mit Dokumentation. Wir haben bei Wir packen es an ganz viel Wissen, was bei vielen Leuten verteilt ist, versuchen das so ein bisschen zusammenzubringen, zum Teil auch aufzuschreiben. Ich bin aber auch die Schnittstelle zum Vorstand von Wir packen es an und ja, habe viel so koordinierende Aufgaben, ein bisschen Netzwerken nach außen. So. Genau. Und gibt es Dinge, die dir besonders am Herzen liegen, warum du bei Wir packen es an arbeitest? Ja, mir war es total wichtig, bei einem Verein zu arbeiten, der zum einen eben ganz konkret hilft. Also ich habe das in meinen letzten Jobs, ich arbeite schon viele Jahre in der internationalen Zusammenarbeit und habe gemerkt, dass mir einfach in vielen größeren Organisationen oder Institutionen
einfach so viel Energie verloren geht auf interne Prozesse, Abstimmungen und so weiter. Und das finde ich richtig toll, dass bei Wir packen es an wirklich konkret angepackt wird und dass man konkret sieht, wo die Hilfe hinkommt. Gleichzeitig finde ich aber auch die politische Arbeit und die politische Position von Wir packen es an wichtig, dass man eben versucht, wir auch versuchen, ja, dieses Thema Migrationspolitik auf der Agenda zu halten. Und das ist für mich irgendwie die perfekte Kombination. Beides wichtige Dinge. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, wir packen es an, packt an. Und da möchte ich dich fragen, was waren denn so die letzten Aktionen und vielleicht auch welche sind jetzt geplant? Ja, also wir haben verschiedene Aktionen ja in den letzten Monaten vorbereitet und durchgeführt. Eine neue und große, wo wir auch als Geschäftsstellenteam viel mit Vorbereitung beschäftigt haben, war Anfang Juni. Da haben wir einen Stand auf der Jubiläumsmesse der GLS Bank gehabt. Die haben uns eingeladen. Da waren viele Unternehmen, aber auch ein paar ja, gemeinnützige Organisationen vertreten. Und es war eine super Gelegenheit für uns, da wir packen es an, mal einem ja, doch weiteren Kreis in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Auch ein bisschen in einer anderen Region. Das hat in Bochum stattgefunden. Und ja, wir erhoffen uns darunter auch, dass wir vielleicht neue Unternehmen finden, die wir packen es an in der einen oder anderen Form unterstützen wollen. Genau, das ganze Thema Fundraising beschäftigt uns sehr stark. Wir brauchen ja Gelder, weiterhin Spendengelder, damit wir unsere Transporte und auch die laufende Arbeit finanzieren können und auch hoffentlich zukünftig wieder Projekte von Partnerorganisationen unterstützen können. Und deshalb ja, versuchen wir viel Öffentlichkeit zu erreichen. Wir wollen auch, wenn es geht, noch auf ein Festival gehen diesen Sommer, wo wir einfach viel Informationen verteilen können und nach Möglichkeit auch sammeln, sozusagen kombinieren mit Sammel von Sachspenden oder Geldspenden. Dann starten jetzt im Sommer auch wieder die Flohmarktaktionen und im September wollen wir auch wieder die MyKids Cares Aktion, die letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, wo in verschiedenen Teilen von Berlin und dieses Jahr vielleicht auch in Brandenburg, wenn wir das organisiert bekommen, ja, Kleiderspenden gesammelt werden und das Ganze, ja, also so ein Event ist, wo man einfach Wir packen es an auch nochmal ganz konkret kennenlernen kann. Ja, und auch Gelegenheit für Menschen, die Lust haben mitzumachen, wenn ich zum Beispiel an diese Flohmarktaktion denke oder auch MyKids Cares. Hast du da auch noch Ideen, was man Leuten sagen könnte, die Lust haben mitzumachen bei Wir packen es an? Wo könnten die aktiv werden? Gibt es da auch im Fundraising Möglichkeiten oder ist es dann doch eher, dass wir sammeln Spenden, wir sortieren die Spenden oder gäbe es da auch Möglichkeiten zu helfen? Auf jeden Fall. Also Fundraising ist ja total vielseitig. Also und da braucht man, es gibt viele Dinge, die man machen kann, ohne dass man jetzt ganz spezielle Kenntnisse oder Ausbildung oder irgendwas sowas braucht. Also es fängt an mit, dass man sich überlegen kann, kann ich in meinem privaten Umkreis vielleicht meine Spendenaktion organisieren an meiner Schule, in meiner Uni, bei einer Geburtstagsfeier oder einer Hochzeit oder so. Das sind so Aktionen, die uns total viel bringen und eigentlich ganz leicht zu organisieren sind. Aber wir suchen auch Leute, wenn wir versuchen, wie gesagt, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, auch für Sachspenden. Auch da, wenn jemand Lust hat zu sagen, ja, ich suche mir mal ein, zwei Unternehmen raus und versucht da mal den Kontakt herzustellen und mal dran zu bleiben, sowas, ja, da gibt es auf jeden Fall total viele Möglichkeiten. Meldet euch gerne, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt. Also wir können da viel Unterstützung und auch Ideen gebrauchen. Ja. Genau, und das betrifft dann vielleicht auch nicht nur Leute aus Berlin und Brandenburg, die sozusagen hier vor Ort gerne mit anpacken, sondern da könnten auch Leute von woanders aktiv werden. Ne? Auf jeden Fall. Also man kann ja ganz viel virtuell machen, Kontakt, gerade sowas wie Netzwerken und Kontakt halten, klar, das geht sowieso vor allem telefonisch und per E-Mail und ja, wenn jemand in seiner Region oder ihrer Region Unternehmen kennt oder Organisationen, die für uns interessant wären als Partner, gerne auch hingehen und selbstständig ansprechen, also da sind wir auf jeden Fall immer interessiert. Danke, Carola. Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Ja, hallo, bei uns ist Andreas und er ist der Ehrenvorsitzende von Wir packen es an. Und jetzt frage ich mal, was machst du denn eigentlich als Ehrenvorsitzender so? Ja, hallo. Was macht man als Ehrenvorsitzender? Eigentlich kann ich so mit der Funktion oder mit der Bedeutung eigentlich ja nicht so viel anfangen persönlich.
Und ja, wie ich dazu gekommen bin, wir haben ja am Anfang des Jahres 2020 den Verein gegründet und dann ist das ja ziemlich schnell gewachsen in den letzten 4 Jahren. Und wie das so oftmals ist, wenn man sich in eine Sache sehr reintut und sich engagiert und das nebenbei, neben Familie und Arbeit und all den anderen Sachen macht, dann kann es eben schon mal schnell passieren, dass man sich auch ein bisschen übernimmt oder verbrennt ein Stückchen. Und den Punkt hatte ich halt vor 2 Jahren und wollte eigentlich aus der so aktiven Vorstandsarbeit raus und auch mich ein Stückchen im Verein zurücknehmen. Und dann kam eigentlich die Idee, so sagen, wie ich trotzdem noch ein Stückchen teilhaben kann und nicht ganz raus bin, halt diese Idee mit diesem Ehrenvorsitz, weil da ja mal vom Namen abgesehen, also wie gesagt, da den brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist eben, sage ich mal, die das, was dahinter steht, ist für mich interessant gewesen und vielleicht auch für den Verein, weil letztendlich ist es so, über diese Geschichte bin ich halt eben auch der Vorstandsarbeit noch ein Stückchen, sage ich mal, erhalten geblieben. Und für meine persönliche Situation war es halt auch so, ich wäre wahrscheinlich auch nicht so richtig glücklich geworden damit, so ganz abrupt rauszugehen. Und insofern war das eine gute Zwischenvariante oder ein guter Zwischenschritt, sage ich mal, weitermachen zu können und auch, dass ich dem Verein noch ein Stückchen erhalten bleibe, irgendwie mit dem Wissen, was ich mit einbringen kann. Und irgendwie musste man es ja benennen. Und ja, du bist ja nur auch wirklich öfter da und sind auch immer sehr dankbar, wenn wir dich fragen können, wie war das damals? Und vor allem, wenn es dann um Fragen geht, wie ist mit denen und denen die Zusammenarbeit? Da kennst du natürlich die Anfänge und so weiter. Vielleicht willst du ganz kurz nochmal erzählen, wie hat das dann angefangen mit Wir packen's an? Tja, eigentlich war das eine ziemlich spontane Aktion. Also es sind schon Überlegungen vorausgegangen. Ich war vorher bei CI engagiert und bin da Missionen gefahren. Und über diese Geschichte habe ich dann meinen Mitgründer Axel Grafmanns kennengelernt. Und wir haben also schon vor der Idee, WPA aus dem Boden zu hieven, oder aus der Wiege zu hieven, waren Überlegungen da, halt was Eigenes zu machen, abseits von Seenotrettung. Und dann war das wirklich ein Zufall gewesen, am 24. Dezember 2019, im Dezember, habe ich auf meiner Couch gesessen und hatte morgens den Fernseher angemacht, hatte einen Bericht über bei Arte gesehen über Samos, über das Flüchtlingscamp in Samos und über die Zustände halt dort, wo halt wirklich also keine hygienischen Bedingungen, ja, die Sachen, die wir eigentlich ja alle kennen, menschenunwürdige Bedingungen, unter denen die Menschen da leben. Und da kam eigentlich so die spontane Idee, ich bin mit meinem Geschäft so eigentlich mit was Jans Ammann unterwegs, also wir verkaufen so Dekoartikel und machen halt viele Weihnachtsmärkte. Und in der Weihnachtsmarktzeit habe ich halt immer einen großen LKW angemietet. Der war noch da, mein Lager war leer und dann kam halt die Idee zu sagen, Mensch, könnte man da eigentlich mal aufrufen, so über die privaten Kanäle und gucken, ob man irgendwie Schlafsäcke und die Sachen, die halt dort benötigt werden, zusammenbekommt. Und dann fahren wir mit dem LKW da runter und bringen das halt dahin. So war eigentlich die Uridee. Und ich habe das dann auf meinem Facebook-Account versucht zu verbreiten und auf meinem Geschäftsaccount. Allerdings, die Reichweite war schon ziemlich dünn und da ist auch nicht so sehr viel Resonanz gekommen. Und dann kam halt Axel und Miriam ins Spiel, die dann halt ihre Reichweite genutzt haben, um das ein Stückchen nach draußen zu tragen. Und ja, dann kam ja diese schon oft zitierte Welle der Hilfsbereitschaft, wo wirklich hunderte Leute auf unseren Hof gekommen sind, haben halt Spenden gebracht und letztendlich haben wir eben aus diesem einen 7,5-Tonner, den wir schicken wollten, sind dann irgendwie 4 oder 5, 40-Tonner geworden. Und das war dann auch der Grund, also diese wirklich mega Resonanz und Solidarität, die darüber kam, waren irgendwo auch der Grund, warum wir gesagt haben, das können wir jetzt eigentlich nicht dabei belassen, wir müssen eigentlich da irgendwie weitermachen. Ja, eine tolle Sache, dass Menschen in Brandenburg so aktiv geworden sind und immer noch aktiv sind hier im Verein. Der Verein ist ja auch sehr gewachsen und da sind wir sehr dankbar für. Gibt es irgendwie Themen, die dir besonders am Herzen liegen jetzt aktuell oder wie siehst du die
aktuelle Situation von Wir packen es an und der Arbeit? Ja, es gibt eigentlich so zwei Themen, die mich ziemlich beschäftigen. Die eine Sache ist die halt, also die eine hat mit dem, also nur mit WPA zu tun, und die zweite Sache betrifft sozusagen die Großwetterlage drumherum. Was WPA anbetrifft, ist es so, ist wahrscheinlich natürlich, dass Vereine, die so schnell wachsen und wo auf einmal ganz viele Mitglieder da sind, wo Strukturen geschaffen werden müssen, dass sozusagen mit dem Schaffen von Strukturen natürlich so ein Verein auch ein bisschen träger wird. Also das, was wir immer damals, als wir angefangen haben, so immer als so Alleinstellungsmerkmal irgendwie gesehen haben, dass wir eben mega schnell einfach waren. Ja, Polen, Belarus oder ja, als in Bosnien in Lipa das Camp gebrannt hat, waren wir zwei Tage später, waren wir vor Ort gewesen und haben die Kreditkarte mitgenommen und haben einfach losgemacht. Und das wird natürlich schwieriger, wenn so ein Verein halt wächst, weil es ist ja klar, dann gibt es Strukturen, es gibt viel mehr Leute, die mitentscheiden müssen und wollen. Und da nimmt man sich so ein bisschen so die Schnelligkeit und dieses ins Machen zu kommen ein Stückchen. Aber wahrscheinlich ist das auch schwierig, das zu verhindern, weil wie gesagt, man kann ja nur eins haben, also ganz ohne Strukturen geht es halt auch nicht. Ja, das würde ich mir halt wünschen, dass bei allem, was da nötig ist, trotzdem wir immer wieder ein Stückchen auch zurückgucken und sagen, wie können wir es denn unkompliziert praktisch Nothilfe leisten, ohne dass da, sag ich mal, immer zu viel Zeit vergeht und auch Chancen verloren gehen, aktiv zu werden. Der zweite Punkt ist halt so die Großwetterlage. Und da ist es natürlich so insgesamt ziemlich traurig. Wir haben ja einfach neben den politischen Entwicklungen, so was sich ja alle jetzt auch nach der Europawahl, wenn man sich das anguckt, was da für einen Rechtsruck gibt, wie die Spendeneinnahmen zurückgehen für humanitäre Organisationen oder für die Menschen auf der Flucht, wird es eben alles nicht einfacher werden. Und es sind ja schon viele Vereine, viele kleinere Vereine, die nicht über so ein Spendenvolumen verfügt haben, die mussten schon aufgeben oder können eigentlich nicht mehr so richtig aktiv werden. Und da hoffe ich, dass da immer noch genug Leute da sind, die sich ein Herz nehmen irgendwie und die Sache unterstützen. Weil wenn dann die Vereine aufhören, diese Hilfe zu leisten, dann ist halt niemand mehr da. Ja, okay. Ja, da kann man natürlich nur aufrufen, dass Leute mit anpacken, mithelfen und dass unsere Arbeit weitergehen kann. Ne? In diesem Sinne. Ja, vielen Dank. Danke dir. Bei mir ist Martina und sie ist auch Mitglied im Brandenburger Verein Wir packen es an. Und vielleicht, Martina, möchtest du dich mal vorstellen, sagen, was du so im Verein machst? Ja, also ich bin damals in den Verein gekommen. Ich habe das über Radio 1 gehört. Das war das erste Mal, als das mit Polen, Belarus dort so schlimm war. Und da war ich dann sehr froh, diesen Verein gefunden zu haben, weil es mir ein tiefes Bedürfnis war, irgendwas Praktisches zu tun. Also nicht nur sich die Bilder anzugucken und schockiert zu sein oder die Informationen zu hören und schockiert zu sein, sondern irgendwie auch etwas zu tun. Genau, und das ist ja jetzt schon länger als 2 Jahre her. Seitdem bin ich Mitglied im Verein. Ja, was mache ich? Ich fahre manchmal nach Biesenthal und packe dort mit. Das ist ja unsere Lagerhalle, wo die Spenden eingehen und dann ja aber auf ja, so circa 60 Kategorien verteilt werden, damit das leichter zu verteilen ist oder gut zu verteilen ist. Das mache ich manchmal, das macht mir Spaß. Und was auch ganz gut geht, ich wohne im Prenzlauer Berg, ich habe dort die einen oder anderen Stellen angesprochen, ja auch nicht nur im Prenzlauer Berg, und so gefragt, ob sie sich nicht vorstellen können, Sammelstelle zu sein. Das lief auch meistens ganz gut, also das ist gar nicht so sehr kompliziert. Brauchen halt einen Raum, wo sie Dinge lagern können und so irgendwie einigermaßen verlässliche Öffnungszeiten. Genau, im Moment überlege ich gerade, ob man das auch für Handys sehr niedrigschwellig machen kann. Die Geflüchteten brauchen ja dringend Handys, die ihnen ja immer wieder abgenommen und zerstört werden.
Genau, und wir haben eine Partnerorganisation in Berlin, die wieder aufbereiten. Und ja, ich denke, da könnte man noch mehr machen, um an die Handys ranzukommen. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank. So eine Handysammelstelle, wie würde die denn ungefähr aussehen? Also was bräuchte man, um so eine Stelle einzurichten? Also wir haben Boxen, die sind so ein bisschen sperrig und ein bisschen hässlich, die man aufstellen kann, um die Handys da reinzutun. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in zwei Buchläden mit den Besitzern gesprochen. Es würde reichen, ein Plakat in die Tür ins Fenster zu hängen und zu sagen, bei uns könnt ihr Smartphones abgeben und die Smartphones an irgendeiner Stelle zu lagern und dann, wenn 2, 3 oder 4 da sind, mich anzurufen. Und das kann eigentlich jeder in seiner Umgebung machen, in seinem Café, in seinem Buchladen, in seinem, was weiß ich, in seinem Lebensmittelladen, wenn er die Leute kennt, bei seinem Schuster. Die Voraussetzung ist, dass jemand sagt, ja, das mache ich. Ich lege die hier an eine Stelle und sag dir dann Bescheid, wenn was da ist. Ja, das ist eine super Idee und wie du schon sagst, wirklich sehr wichtig, weil den Menschen die Telefone weggenommen werden, die werden zerstört zum Teil. Und das ist natürlich ihre Verbindung nach Hause zu ihren Angehörigen, um zu sagen, wo sie sind und einfach Kontakt zu halten mit der Familie ist natürlich super wichtig. Es ist einfach eine schwierige Situation für die Menschen auf der Flucht, die ihre Handys verlieren. Und da, ja, es ist also wirklich eine tolle Möglichkeit zu helfen, zu unterstützen und vielleicht auch für jemanden da draußen möglich und niederschwelliges Mitmachangebot. Wie ist das mit den Sammelstellen? Betreust du die oder was machst du, was hast du mit den Sammelstellen zu tun? Also ich hatte eine Sammelstelle ein paar Häuser weiter im Café bei mir. Da war das dann so verabredet, also wenn da der Raum voll war, dann habe ich die Sachen geholt und in meinen Keller gebracht. Das war schon so ein bisschen Hin- und Herschlepperei. Und die anderen Sammelstellen, die haben Räume, können das lagern und die melden, sie wissen inzwischen auch, bei wem sie sich im Verein melden können. Und dann wird das abgeholt. Das heißt, eine Sammelstelle einzurichten ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Man bräuchte vor allem irgendwie einen Raum zum Lagern, würde sich dann, wenn der Raum voll ist, bei uns melden und dann wird das abgeholt. Und wenn man es zum Beispiel in der nahen Umgebung macht, dann kann man ja auch da Kontakt halten, wenn es irgendwo im Kiez ist oder in der Umgebung. Und was die Sammelstellen betrifft, die sind ja ganz frei zu sammeln, wie Sie wollen. Also Sie können sagen, wir haben jeden Montag von dann bis dann, könnt ihr was abgeben. Oder Sie sammeln 4 Wochen jeden Sonnabend oder Sie sammeln überhaupt nur ein Wochenende. Oder Sie sammeln immer, wenn Sie offen haben. Also das kann jeder, da gibt es keine festen Vorgaben. Das kann ganz individuell abgesprochen werden. Und es ist ganz gut, wenn immer mal wieder die Gegend sich ändert, weil sich das sonst auch so ein bisschen, wenn es immer die gleiche Kirchgemeinde ist, da gibt es dann halt bald keinen mehr, der dort die entsprechenden Sachen abgeben kann. So. Und Unterstützung gäbe es vom Verein sozusagen für diese Sammelstellen eben mit den Hinweisen, was gebraucht wird und was idealerweise gesammelt werden soll. Genau, mit Plakaten. Es gibt auch Plakate, auf denen so ein Button ist, wo man draufschreiben kann, wo die Stelle ist, wo es abzugeben ist. Und es gibt Flyer, wo ganz genau draufsteht, was gebraucht wird. Und dann ist halt immer wichtig, eine Telefonnummer zu haben. Super, vielen Dank, Martina. Also packt mit an, Sammelstellen sind ein Stichwort und auch die Handysammlung ist eine tolle Sache. Vielen Dank. Ich habe Axel, der Mitbegründer und lange Zeit Geschäftsführer von Wir packen's an war, gebeten, mir eine kurze Sprachnachricht zu schicken mit der Antwort auf die Frage, welche Arbeit im Social-Media-Bereich macht Wir packen's an und wie? Also wir packen es an, informiert über die Situation an den EU-Außengrenzen. Wir informieren auch über unseren Verein beziehungsweise auch über das Verwenden von unseren Spenden, also wo die hinkommen, wie die eingesetzt werden, welchen Zweck die erfüllen. Wie machen wir das? Also einerseits mit einem ehrenamtlichen Team, was sich da in Social Media Arbeit engagiert und B mit einer Teilzeitangestellten Social Media Redakteurin.
Und dann habe ich ihn gefragt, warum wir Social Media Kanäle betreiben, welchen Zweck diese Arbeit erfüllt. Wir bezwecken mit unserer Social Media Arbeit natürlich, über die Situation von geflüchteten Menschen zu informieren, über die Situation an den EU-Außengrenzen und natürlich Aufmerksamkeit herzustellen, wenn grundlegende Menschenrechte missachtet werden, was ja an den EU-Außengrenzen teilweise passiert. Und zum Schluss die Frage, wie sich Menschen, die sich beteiligen möchten, in diesem Bereich engagieren können. Unser ehrenamtliches Social-Media-Team freut sich immer über Verstärkung. Das Aufgabenspektrum ist sehr groß. Das ist einerseits das Verfassen von Texten, aber auch das Aufsetzen von Social-Media-Kampagnen, allgemein das Erstellen von Content. Da kann sich jeder und jeder einbringen, die da Interesse daran hat, die vielleicht auch ein Stückchen Erfahrung mitbringt oder einfach auch nur gute Ideen hat. Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.